Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Channel namens The Andy. Ich habe heute vor, euch zu zeigen, wie man einen Römerkranz wickelt. Ich zeige es euch mal. Das hier meine ich. Damit kann man wunderschöne Adventskränze binden. Das ist quasi die Grundlage oder das Kerngerüst für einen Adventskranz. Ja, aber dafür gehen wir raus, denn das macht mir mit dem Stroh hier drin doch zu viel Dreck. Also, bis gleich. So, bin jetzt unterwegs mit euch. Ich habe mir heute meinen Arbeitsplatz hier draußen eingerichtet. Ich zeige euch das mal. Ist nichts Besonderes, aber eben genügend Platz, um ordentlich Dreck zu machen. Und die Materialien hier vor Ort. So. Das ist jetzt der Arbeitsplatz für heute. Hier im Holzschuppen. Und hier werde ich euch zeigen, wie man einen solchen Stroh entwickelt. Zum einen braucht man natürlich das Stroh, dann benötigt man Wickeldraht, eine Zange, am besten mit Drahtschneiderteil hier, eine Schere zum Abschneiden des Strohs und falls es mal eng wird mit dem Draht, hier so einen Pfriem, so einen Dorn und natürlich einen Arbeitsplatz, der trocken ist. Sowieso noch zusammen durch das Zurren vom Draht. Dann lege ich den rum, halte ihn hier unten fest, wickel den einmal, wickel den einmal drumherum über sich selbst. Wenn man den so über sich selbst drüber wickelt, nochmal am besten, dann hält er. Ja, dann geht man so lang. Dünner, legt man so ein bisschen was nach. So. Immer so ungefähr den gleichen Abstand einhalten hier. Ungefähr die Größe abschätzen kann, fügt man den am Ende hier zusammen und wickelt von beiden Seiten rein. Stück länger, ich mache immer so 10 cm, einmal abknipsen, dann gehe ich dahin, wo der Anfang war, mit dem Dorn leicht anhebeln. Das Ende des Drahts durchziehen, ganz stramm und dann gegen die Richtung nochmal und das Ende wird dann abgeknickt und, damit sich keiner dran verletzt, ins Stroh reingearbeitet. So. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Das ist jetzt weg. Das ist das Ende. Das ist drin. Jetzt wird mit der Schere der Überschuss, was übersteht, abgeschnitten. So. Ist auch noch nachformen, aber man sieht, der ist schon ganz gut gelungen, ziemlich gleichmäßig auch. Ja. Und damit kann man natürlich jetzt anfangen, den mit zum Beispiel Tannengrün oder sowas zu bewickeln.
Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Bis dann. So, das war das vorläufige Ergebnis. So sieht er aus. Ihr könnt ihn natürlich auch dicker machen oder auch größer. Das kommt darauf an, wie ihr es gerne haben möchtet. Und ist auch nicht wirklich viel schwerer, aber man hat dann wirklich den, den man gerne möchte. Das Stroh dafür beziehe ich beim Landwirt meines Vertrauens. So, und jetzt ab an die Arbeit.